Auf der fünften 178 Kilometer langen Etappe von Castel Raimondo nach Filotrano, dem Heimatort des 2017 verstorbenen Italieners Michele Scarponi, reichte dem 27-Jährigen vom Team Sky ein dritter Platz, um den bis dahin führenden Italiener Damiano Caruso BMC Racing mit nun 3 Sekunden Vorsprung auf Rang 2 der Gesamtwertung zu verweisen. Beim Etappensieg des Briten Adam Yates mit Shelton Scott erlitt dessen Landsmann Chris Froome, Sky, einen Einbruch. Der viermalige Tour de France-Sieger ließ sich früh abhängen und rollte mit über 8 Minuten Rückstand ins Ziel. Toni Martin, Cottbus, Katusha Alpecin, kam als bester Deutscher auf Platz 26. Yates hatte 3,8 Kilometer vor dem Ziel aus dem Hauptfeld heraus attackiert und rettete 7 Sekunden Vorsprung auf vom slowakischen Weltmeister Peter Sagan, Orahansgrohe angeführte erste Verfolgergruppe um Kwiatkowski und den zeitgleichen Caruso 10. ins Ziel.